Wie soll man denn so vernünftig in deinem Schloss nach oben kommen? Es ist noch nicht fertig gebaut, okay, aber wenigstens ein Weg in die oberen Etagen, das wäre doch ganz angenehm. Oh weh, das sieht ziemlich final aus. Oh, er ist ja schon wieder ein Geschütz. Da können wir gleich wieder richtig schön abgehen gegen fliegende Gegner. Ah ja, du hast dein Blut verloren. Ah, musst du mal aufheben und wieder wegpacken. Nicht, dass dir das mal fehlt. Entschuldigung, sie haben ihr Blut hier vergessen. Gibt's da Finderlohn für? Mann, komm her. Bist die. Yeah, bist zwar unsichtbar, aber nicht unverwundbar. Was ist das? Ja, jetzt stirb schon, verdammt. Mann, Mann, Mann. Keine fliegenden Gegner. Wozu dann das Geschütz? Mal Gesundheit. Oder soll ich mich einfach mal ransetzen? Kommen dann die Gegner automatisch? Nö. Keine Gegner. Sehr merkwürdig. Warum ist hier ein Geschütz, wenn da keine Gegner sind? Weil hier ist auch keine leuchtende Tür, bin ich der Meinung. Nicht wahr? Doch, ein leuchtender Schaltkasten. Das ist ja auch schon mal was, ne? Wenn schon keine Tür da ist, dann wenigstens ein Schaltkasten. Und der Schaltkasten aktiviert die Dämonen. Ja, natürlich. Ah, großartig. So, und das hier wird mir jetzt wieder gar nichts ausmachen. Das Geschütz beschützt einen ziemlich gut. Da nehme ich mal ein, zwei Schadenspunkte oder so, mehr nicht. Hauptsächlich, wenn ich mich von Gegnern wegdrehe. Ansonsten passiert da ja eigentlich nichts. Meine Fresse. Aber hier kann man ja einfach schön draufhalten. Und da kriege ich dann wieder 4 Sterne für, oder? Das ist doch dämlich. Ich habe auch noch nie 5 Sterne bekommen. Das kann doch nicht sein. So. Was ist das? Da haben wir noch 3,5 Sterne. Ach, nein, Quatsch. So. Jetzt können wir aber hier durch, nicht wahr? Ah ja, genau. Jetzt ist hier das Ding jetzt aufgegangen und jetzt fahren wir hier hoch in einem Aufzug. Fantastisch. Zilla, wir kommen. What's wrong, Noel? Not feeling so powerful without your demon around. Dazu will mir nichts einfallen. Fühlen wir uns schwach ohne OG? Er hat uns ja in den Kämpfen nicht wirklich geholfen, also eigentlich nicht. Eigentlich dürften wir uns da nicht schwach fühlen. So. Oder war das jetzt mehr psychologisch gemeint? Also, dass man nicht mehr weiß, wie man kämpfen soll ohne seinen Freund an der Seite. Ich weiß nicht, wie er das meint. Physisch oder psychisch? Ich weiß es nicht. Aber ich halte eigentlich beides ein bisschen für Schwachsinn. Wir haben ja immerhin seine Maske dabei. Vielleicht können wir damit irgendwann mal noch was anfangen. Was ist das denn? Was ist denn das hier alles für ein komischer Kram? Ein Buddha? Das scheint ein Buddha zu sein, ne? Nur Wang ist King. Und das liegt in einem Glückskeks unter einer Buddha-Statue? Ist das... Kann man das... Darf man das? So, an. So, hier sind wir... Gehen wir mal da weiter. Gehen wir mal da hin. Da ist eine leuchtende Tür. Wunderbar. Und wieder in den Ausgang gefunden. Einfach so nur durchs stupide Umherirren wieder gefunden, wo wir hin müssen. Zilla, bist du da? Verdammt nochmal. Wie weit dieser verfluchte Weg ist. Was ist denn, wenn man oben ankommt und merkt, ich habe meine Schlüssel unten vergessen. Da muss ich nochmal runter und das ist eine halbe Stunde Weg oder so. Das ist doch dämlich. Und vor allem, warum schneit sie überall rein? Hast du kein Geld für Fenster? Na ja, okay, ist noch nicht fertig gebaut. Aber die Löcher in die Wand machen, aber dann keine Fenster einsetzen, finde ich ein bisschen schwach. Ich meine, wahrscheinlich würde ich oben sowieso nie einen am Fenster aufmachen. Also sind die Löcher in der Wand sowieso nur dazu da, um rauszugucken. Also reichen auch einfach nur Glasscheiben. Also halt keine Fenster, die man nicht aufmachen kann, sondern einfach nur Glasscheiben reinmachen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Ach Mann, komm denn das hier? Ist doch lächerlich. So. Nu? Ha? Geht's da durch? Nee. Geht's hier? Hä? Was ist denn hier los? Wo müssen wir? Da ist eine Treppe. Okay, gehen wir halt die Treppe hoch. Da nochmal gucken und da nochmal gucken. Nehmen wir lauter Zeugs mit. Und hier geht's hoch. Was ist denn das? Stockwerk 33. Okay. Keine Ahnung, wie viel das ist. Wenn der Turm 100 Stockwerke hat, dann ist 33 nicht viel. Wenn er nur 35 hat, dann ist es viel. 34?
35, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. So, plündern, plündern. Zilla Staircase. Ja, die patentierte Zilla-Treppe. Das ist doch albern. So, hier können wir jetzt wieder nicht zurückkehren. Okay. Dann kommt ja doch schon wieder irgendein Kampf, oder? Kampf? Hallo? Ah ja, da sind sie ja nochmal. Hoppala. Oh nein, in so einem engen Bereich. Ach du lieber Himmel. Meine Fresse. Ah, zwei auch noch. Zwei in so einem engen Bereich. Wie soll das denn funktionieren? Okay, sie reißen die Wände nieder. Okay, wenn sie die Wände einreißen, dann ist es ja vielleicht noch eine andere Sache. Meine Fresse. Und wieder zwei so eine Mistviecher. Und wir haben diesmal keine Rüstung. Ganz schlecht. Und die brechen einfach durch die Wand durch. Nicht wahr? Ja. Die machen sich den Raum schon größer. Boah. Ihr braucht Platz. Bitte macht euch Platz. Fühlt euch wie zu Hause. Meine Fresse, ey. Boah. Gar nicht cool, Mann. Boah, jetzt werden die auch noch wütend hier. Was ist das denn? Bam. Beide mit der Nase an die Wand gesetzt. Na, gefällt euch das? Ach, verdammt. Der vierte Schuss hat mir gefehlt. Weil ich nicht nachgeladen habe. Weil ich dachte, da habe ich keine Zeit für. Naja, gut, was soll's. Beim nächsten Mal. Ich bin einfach mal geduldig. Behaupte ich jetzt mal. Bam. So, der kleine Scheiß-Dämon war mir noch im Weg. Nur mal aufpassen, wo der zweite ist. Nicht immer nur auf einen konzentrieren. Wenn der angerannt kommt, dann ist der nächste nicht mehr weit. So. Roms. So, schön ausweichen, obwohl wir nicht sehen. Cool, es funktioniert. Es läuft besser, als ich dachte. Vor allem auch, weil der Raum nicht so klein ist, wie es erst aussah. Ich dachte, das ist so ein verwinkelter Scheiß hier. Aber nee, wenn die Wände einfach einreißen können, ist das ja schon mal durchaus von Vorteil. Na los, komm. Roms, und an die Wand gesetzt. Und du auch. Der wird nicht an die Wand gesetzt, Mist. Aber der hier. So, ein Schuss. Muss erstmal reichen. Es ist ein Fortschritt. Es ist ein kleiner Fortschritt, aber es ist ein Fortschritt. Das bedeutet zwar auch, wir müssen länger leben bleiben, aber dadurch, dass wir so vorsichtig sind, leben wir länger. Also es ist eigentlich sicherer, es langsam angehen zu lassen. Auf jeden Fall. Eigentlich auf jeden Fall. Auch interessant. Bam! Hier, nimm mal den Feuerlöscher. Ah, verdammt, was war das? Gar nicht cool war das, würde ich mal behaupten. Na komm. Okay, wenn wir uns heilen, können wir nicht ausweichen. Mist. Gar nicht cool. Ich muss ständig das Heilen unterbrechen, Mann. Oder Mist. Okay, der eine hängt da gerade so ein bisschen fest. Ah, der ist schon wieder gebremst. So ein paar Zentimeter vor der Wand hat er gebremst. Der nicht. Stirb. Oh nein. Hier kann ich nicht ausweichen. Hier ist zu viel Kram. Irgendein Stapel Bretter oder so lag da rum. Oder Bleche oder sowas. Oder Mist. Los, nachladen. So. Das ist wenigstens clever. Das ist das einzige Spiel, das ich gesehen habe. Wenn nur eine Patrone im Magazin fehlt, dann lädt er auch nur eine Patrone nach. Das ist extrem intelligent, Mann. Und das spart vor allem Zeit. Also oft nachladen ist hier tatsächlich sinnvoll. Mist, Mann. Reicht immer noch nicht. Na gut, kommt her. Versuch mich wieder nicht in eine Sackgasse reinscheuchen zu lassen. Verdammter Mist. Los, einmal noch. Scheiße. Ich will jetzt auch echt nicht sterben. Ich habe denen jetzt schon so viel zugesetzt. Ich will jetzt nicht draufgehen. Können aber vergessen. Verdammter Mist. Wieder den anderen außen vor gelassen. Das ist nicht gut. Ja. Schön dein Ski kanalisieren. Nicht vergessen. Jawohl. Mist, Mann. So. Na gut, kommt her. Schön dein Ski kanalisieren, Ski kanalisieren, Ski kanalisieren. Warum sind denn immer beide auf einer Seite? Das ist doch gar nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt nochmal. Es kann doch nicht wahr sein. Verdammt. Jetzt stirbt schon einer von euch. Warum wollt ihr nicht sterben? Das war richtig knapp. Das war schön. Yeah! Okay. Komm schon. Du und ich. Komm schon, wir beide. Jetzt. Komm her. Komm her, du Mistviehmann, du dämlicher Scheiß-Rotz-Dämon. Friss! Gut, vielleicht hat er keinen Hunger. Vielleicht will er nicht fressen.
Oh, komm. Du bist doch jetzt kein allzu großes Problem, oder? Mit dir werde ich schon... Fertig, Mann! Okay, vielleicht doch nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Natürlich werde ich mit dir fertig. Aber nicht so einfach, wie ich es dachte. Mann, der hat mich ja nicht getroffen. Aber anscheinend, dadurch, dass er an mir vorbeigegangen ist, hat er mich trotzdem irgendwie erwischt. Okay, cool. So, jetzt aber nochmal heilen. Und jetzt kommen schon wieder neue Gegner. Aber ganz offensichtlich ein neuer Kampf, der mit dem alten nichts zu tun hat. Schön Speicherpunkt dazwischen. Das hat man schon daran gemerkt, dass er so ein bisschen geladen hat. Dass der Bildschirm kurz gestockt hat. Und das bedeutet einfach, dass wir hier schön Checkpoints haben, dass wir die Dicken nicht nochmal besiegen müssen. Das ist eine sehr coole Sache. Mann, meine Fresse, ey. Das gibt's doch gar nicht. Es wird auch noch wütend. Ah, Mann, ey. Ich will doch nur die ganze Zeit diesen scheiß Skischlag ansetzen, um ein bisschen Energie zu bekommen. Ah, warum kriege ich keine Energie? Ein Punkt. Ein Energiepunkt hatte ich eben noch. Meine Fresse. Und trotzdem wieder ein bisschen geheilt und gerettet. So, jetzt... Boah, ey, komm schon, was ist denn hier los? Ist doch gar nicht mehr wahr. So, heilen, 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 heilen. Ha, daneben. Hast doch nur noch einen Arm, Mann. Was willst du eigentlich? Ah! Und jetzt, jawohl. Puh, dafür kriege ich 2 Sterne? Für so eine Performance? Das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Wohin jetzt? Da haben wir noch ein Schränkchen. Wo müssen wir denn hin? Wo ist meine leuchtende Tür? Ich bin in eine leuchtende Tür aufgeschmissen. Ich bin hilflos. Ah! Scheiß Feuerlöscher. Da haben wir nochmal ein Schränkchen. Wo ist die leuchtende Tür? Wo bist du? Da ist aber noch was. Jawohl, mehr Geld. Und noch ein Geheimnis. Auch cool. Verdammt. Wo ist die Tür? Das ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich, dass überall die Wände eingerissen sind. So laufe ich ständig im Kreis. So, da gehen wir jetzt durch. Zilla, bist du da? Level 33. Wie, da waren wir doch schon, oder? Verstehe ich, war ich nicht die ganze Zeit auf Level 33? Wie viele Stockwerke gibt es denn bei dir, die 33 heißen? Das trägt nicht unbedingt zur Übersicht bei, findest du nicht auch? Noch mehr Gesundheit. Okay, das heißt schon was. Aber keine Rüstung. Mist. Oh, Backe. Jetzt könnte es mal langsam zum Showdown kommen. Kommt schon. So lange kann es jetzt nicht mehr dauern. Das muss jetzt einfach mal... Ich bin fast auf der Spitze des Berges. Wie hoch ist denn der Turm noch? Auch nicht mehr so hoch. Da oben ist nichts fertiggestellt. Also höchstens ein Stockwerk, würde ich eigentlich behaupten. Also ein Turmstockwerk. Die natürlich sehr viel... Oh, meine Fresse, ey. Das ist doch scheiße. Das ist doch total... Totale Munitionverschwendung. Alter. Was krepiert von dem Mist? Das ist doch wohl nicht wahr. Was soll das denn für eine Scheiße? Okay. Dann werden wir die Dinger halt doch wegballern. So. Dann holen wir halt jetzt hier... unsere MP raus und werden damit diese kleinen Rotzdinger kaputt schießen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ganz schön nervig, die Mistteile. 130 Energiepunkte haben wir ja. Die haben uns richtig zugesetzt und das nervt extremst. So. Na los, kommt schon her. Jetzt bin ich bereit, ha? Jetzt bin ich bereit für euch. Jetzt könnt ihr ruhig irgendwas... Ne? Ja. Los, komm her. Zack. Zack. Ich hoffe mal, dass es nicht unendlich viele sind, sondern es irgendwann nachlässt, dieser Strom hier, nicht wahr? Kommt schon. Lass schon nach. Das ist ja albern. Nein, das ist ja nicht mal schwer oder logisch oder so. Das ist einfach nur nervig. Was soll das? Och, komm schon. So. Noch mehr. Ja. Ah, jetzt muss ich nachladen. Ich habe ein ganzes Magazin in euch reingepumpt. Was soll das? Boah, ey.
doch ein Nahkampfspiel, oder? So. Gut, jetzt sind wir oben. Können wir jetzt mit der Gondel fahren da? Das war eigentlich eine feine Sache. Das sieht fast so aus wie der Bereich, in dem wir gespawnt wurden. Am Anfang des Levels, am Anfang des Kapitels. So sieht es fast aus hier. Egal, ich will da rein. Ich will Gondel fahren. Ja, da leuchtet's. Ah, cool. Sehr schön, dann sind wir jetzt tatsächlich durch den Turm durchgekommen. Level abgeschlossen. Booyah. Okay. Ich würde aber sagen, ich glaube, das letzte Kapitel kommt jetzt. Wir machen jetzt einfach weiter.